Ich bin voll geheilt. Jetzt muss sie geheilt werden. Am besten von beiden. Du schwäch mal den. Und du klopf weiter auf den ein. Hast du keinen Bock zu heilen, oder was? Feels like my blood is on fire. Got dark all of a sudden. Ob wir die schaffen? Nein. Okay. Das mit dem Rückzug war keine schlechte Idee, muss ich sagen. Ich habe halt jetzt gerade nicht richtig reagiert, als sie getötet wurde. Also, sie kann man nicht retten, würde ich mal sagen. Will do. Mhm. Du das auf dich. Du das auf dich. Du das auf dich. Auf sie. So. Du hast deine Schuld zu gleichen. Was macht sie dann? Okay, der ist tot. Dann zieh du dich zurück. Um die Ecke. Lass sie mal kommen. Sehr schön. Das hat jetzt eher funktioniert. Apologies, but I can't do that. Hi, du. Will do. Du musst jetzt leider sterben. No dice. So. Will do. Smash to pieces. Gut. Die Hälfte der Gegner ist weg. Du wirst wahrscheinlich auch kein Problem mehr abgeben. If I had kids. They'd be feeling that one. At once. Halt du dich mal selber. Oh, der Kampf ist sogar rum. Gut, wir sind alle hochgeheilt und können uns jetzt um die anderen drei kümmern. Kämpft härter, gibt nicht auf. Ja, das kannst du haben. At once. Und so, da der Weise fast tot ist. Könnt ihr beide ja mal den Bogenschützen übernehmen? Will do. So, und dann noch den Bogenschützen. Wobei ich gerade sehe, Beric könnte ein bisschen Heilung gebrauchen. As you come out. So. Und gut. Ja, Gruppe versammeln, bevor ich weiterziehen kann. On it.
So, in dem Bereich komme ich nicht weiter. Hier oben ist noch ein Fass. I'll stay down wind of our enemies. Gut, das heißt, wir haben die Baracken jetzt fertig, bis auf den Bereich hier hinten, wo wir nicht lang können. Und ja, sie hat wirklich einigermaßen helfen können, dadurch, dass sie den einen Gegner umgebracht hat. So, gucken wir mal in den nächsten Bereich. I'll stay downwind of our enemies. Bogenschütze, App, Weiser, Einweisen, Lehrling, Grenzläufer. Okay, wir sind dann wohl in der Himmelfahrtshalle. Oh, Zaubererstellung. Okay, wir haben... Besiege die Rebellenanführer. Für die Kämpfer der Vendrin-Wache gibt es keinen Ausweg mehr. Besiege sie hier, um die Schlacht um Vendrins Brunnen ein für alle Mal zu beenden. Und wir hatten ja eine neue Sigil, und zwar Sigil der Gewalt. Gegner zurückstoßen und niederwerfen. Erschütternder Strahl. Schmetterschaden. Und macht Gegner benommen. Für ein paar Sekunden. Ah. Das ist Fernkampf. Kanalisierende Stärke ist der Kegel. Beeinträchtigung benommen und verschiebt sie um 4 Meter nach hinten. Und das hier war beschützende Form. Bewegungsgeschwindigkeit und Erholungszeit. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich muss eh irgendwann mal die Zauber ein bisschen neu anordnen hier. Ja. Right. Das bin ich. Gut. Den Zauber auf mich. Auf dich. Auf sie. Vielleicht können wir ja die Ruferin überreden, dass sie sich entweder raushält oder sogar auf unsere Seite überwechselt. Ja, es sind viele schon mal. Wobei, es geht eigentlich. Also, bist du die Vorhaut von Kyros Eroberung? Bist zwar nicht so groß, wie ich dachte, aber nicht jeder kann sich seine Scharfrichter aussuchen. Die Nachricht über unseren Widerstand verbreitet sich schon überall. Wenn du glaubst, dass unser Krieg hier endet, dann bist du wirklich mehr als dumm. Vor dir steht Hauptmann Tarkis Ari, die faktische Anführerin der schrumpfenden Vendrin-Wache. Sie ist klein, sonnenverbrannt und selbst im Stillstand unruhig. Ihr Körper wirkt wie eine komplette Skulptur aus Muskeln und Knochen. Aufgrund zahlreicher Narben und anderer Spuren des Kampfes um Leben und Tod wirkt ihr Gesicht nicht sonderlich symmetrisch. Ja. Eure Leben werden aber sicherlich hier in der Himmelfahrtshalle enden, wie sie da die Finger erhebt. Sie gluckst und deutet nach oben zur Decke, deren Steinbögen irgendwie das gewaltige Gewicht des Turms tragen. Du kannst dich glücklich schätzen, denn hier in dieser heiligen Halle starben einige der besten Herrscher von Apex im Duell. Zur Beilegung einer unlösbaren Fehde gibt es wahrlich keinen besseren Ort. Schwestern, Brüder, Ari schaut mit ernstem Nicken zu ihren Soldaten zurück. Euch zu führen war mir ein Privileg und die letzten Tage mit euch zu teilen eine Ehre. Sie atmet tief ein, wendet sich dir zu und wartet schweigend. Was hofft ihr mit dieser Rebellion zu erreichen? Anscheinend hat euch euer Aufstand nicht mehr als tote Angehörige eingebracht. Irgendwelche letzten Worte, deine Waffe bedrohlich schwenken. Ihr hattet so viele Chancen, euch zu ergeben. Ich habe Befehl, euren Tod so qualvoll und langsam wie möglich zu gestalten. Blöffen.
Du bringst aber viel Magie ins Spiel für einen Kampf direkt unter dem Turm. Willst du uns alle ins Grab bringen? Was für eine Art von Inzuchtsbrot bist du denn? Ich bin nur das erste deiner Probleme. Der Chor und die Geschmähen sind direkt hinter mir und das Einzige, das sie gemeinsam haben, ist der Hass auf euch. Das endet hier. Was erhoffst du dir mit der Rebellion zu erreichen? Nichts, was wir nicht schon erlangt hätten. Unseren Stolz, unsere Würde, diese Dinger kann uns niemand mehr nehmen. Sie lächelt und schaut für einen Augenblick in die Ferne. Die Vendrin-Wache konnte niemals allen von Kyros Truppen standhalten. Aber wir zeigen anderen, wie man Widerstand leistet. Vielleicht gehen euch ja die Soldaten aus, bevor unsere Sturheit erlahmt, aber ich bezweifle es. Du willst dein gesamtes Reich für deinen Stolz in den Tod schicken. Du benutzt Kyros Währung doch schon, also sprich auch die Sprache. Militärische Kontrolle ist reine Formalität. Das klingt sehr schlau, aber das ist, stammelt Ari, während sie in die Luft schlägt, das ist reine Spitzfindigkeit. Kyros spricht unsere Sprache, nicht andersrum. Außerdem belegt das nicht mehr als eine gemeinsame Geschichte. Aber der Schicksalsbinder sagt, dass Kyros nicht nur ein Feind ist, sondern eine massive Streitmacht, die einen selbst in Friedenszeiten erreichen kann. Armeen und die Dicke sind nur zwei der blutigen Methoden, mit denen einen Kyros kontrollieren kann. Ja, da schaltet sich Lent wie mein Gelehrter ein. Mit Worten. Anscheinend hat euch der Aufstand nicht mehr als tote Angehörige eingebracht. Und was hat euch die Eroberung von Vendrins Brunnen gekostet? Wie viele Leichen der Geschmähten rosten im Tal vor sich hin? Wie viele Chormänner fielen unseren Klingen zum Opfer? Wie läuft die endlose Schlacht um das Klingengrab, während ihr euch hier um uns kümmert? Was ist das Klingengrab? Das Klingengrab werden die Überreste des unbeugsamen Landes genannt, das durch Kyros Edikt der Stürme zerstört wurde. Die magischen Stürme trafen die Armeen der Geschmähten und der Ungebrochenen auf dem Höhepunkt ihrer Schlacht. Zurück blieb nur eine öde Landschaft aus alten Rüstungen und Waffen. Über die starken Winde aus Rost und Menschenstaub patschen. Ah ja. Davon hat uns ja auch Beric schon erzählt. Ari lacht und zuckt zusammen, während sie sich die Seite hält. Oh, sie ist verwundet und sagt mir, machen die Archonten angesichts des Sieges gemeinsame Sache? Haben sie sich die Armeen über unseren Leichen in Kameradschaft verbunden? Unser Widerstand hier ist nur das erste eurer Probleme. Woher wusstest du von der Fehde von der Archon? Du hast deine Angehörigen für die Verlangsamung des Unvermeidbaren eingetauscht, mehr nicht. Wir haben gezeigt, dass Kyros Armeen von sturen Bauern beschimpft werden können. Das Reich des Oberen ist riesig, seine Armeen zahlreich und seine Magie unaufhaltsam. Und doch kann er unseren Kampfgeist nicht vernichten. Kaum die Machtdemonstration, die ich von deinem wahrhaft schrecklichen Oberherrn erwarten würde. Ich frage mich gerade, ob sie vom Edikt weiß. Ich hoffe, dass dich diese Argumente in der Lehre des Nichts wärmen, Gardistin. Irgendwelche letzten Worte, also das da möchte ich nicht unbedingt sagen. Blöffen könnte ich versuchen, dass die Halle über uns einstürzt. Versuche ich es mal. Ja, bring mir wenigstens 16 Wissensskelepe. Das ist ein Risiko, das ich bereitwillig eingehe. Der Weise an ihrer Seite hustet nervös und schaut besorgt nach oben. Nach kurzem Zögern rennt er zum Ausgang. Okay, damit haben wir ein Problem schon mal weniger. Kommt zurück, Ari schreit dem flüchtigen Weisen vergeblich nach. Was habe ich mir nur dabei gedacht, feige Schreiberlinge zu einem Schwertkampf mitzubringen? Epp hatte recht, was euch angeht. Schwester und Brüder, Ari schaut mit Ärzten liegen zu ihren Soldaten zurück. Euch zu führen war mir ein Privileg und die letzten Tage mit euch zu teilen eine Ehre. Sie atmet auf, wendet sich fahrend. Irgendwelche letzten Worte? Ja. Ari beginnt breit zu grinsen. Sagt Nerat, stimmt, dass wir ihm mehr für seine Hilfe danken. Ohne seine Unterstützung hätten wir es nicht so weit geschafft. Was? Okay. Ja, wir haben den Waisenlehrling nicht mehr. Der ist weggelaufen.
Dafür haben wir da noch einen anderen Weisen, der uns große Schaden machen könnte. Count on it. Gut. Ich kümmere mich um den Weisen. Nee, du machst das auf den. Du versuchst sie umzuwerfen. Nee, nicht auf die Ehrenwache. Sie ist verletzt. Okay, er ist angeschlagen, das heißt, er heilt sich. Wie sieht die Ehrenwache, der Grenzläufer aus? Der ist kaum verletzt. Will do. Okay. Du bittest mal sie im Nahkampf. I will aid. Gut, sie ist gebunden, das heißt, der da muss endlich weg. Bevor mein Heiler den Geist aufgibt.